Meine Damen und Herren, liebe Freunde, es gibt auch einige hier, die ich kenne. Zunächst möchte ich mich für die Einladung zu diesem Vortrag anlässlich des hiesigen Symposiums natürlich herzlich bedanken. Es ist nicht immer so, dass man eingeladen wird zu solchen Veranstaltungen. Als Zeitzeuge, und das bin ich, und hier sitzen aber auch im Auditorium einige weitere, habe ich natürlich eine gewisse emotionale Beziehung zu dieser Zeit und auch zur Kunst dieser Künstler, die um 1980 tätig waren. Und wie Herr Hollein gesagt hat, damals, also 1982, wirklich in der Zeit präsentiert worden sind, wo man ihre Bedeutung vielleicht noch nicht so klar sehen konnte und wo sie aber auch selber ihre Arbeit noch nicht einmal so richtig in dem richtigen Kontext sehen konnten. Die 80er, figurative Malerei in der Bundesrepublik Deutschland, aus dieser vorsichtig und etwas umständlich formulierten Inhaltsvorgabe lässt sich ablesen, wie problematisch es ist, diesem Thema klare Konturen zu verleihen. Denn was gehört alles dazu? Auf welche Kunst soll hier fokussiert werden? Und in welchem Kontext steht diese Kunst, die so plötzlich am Ende der 70er Jahre aufgetaucht ist? Fangen wir mit den Slogans an. Bekanntlich gibt es eine Reihe von Bezeichnungen, die nach 1980 im Umlauf waren und als Etiketten für die damals heiß diskutierte figürliche Malerei, denn um diese geht es hier, benutzt worden. Ich erwähne nur die bekanntesten: Neo-Expressionismus, heftige Malerei, neue Wilde, die jungen Wilden. Später kamen noch die weiteren Etiketten hinzu: obsessive Malerei, spontane Malerei, Gegenbilder, schreckliche Bilder und andere hinzu. Alle diese Begriffe leiteten sich teilweise von den verzweifelten Versuchen ab, die Vielfalt der Phänomene innerhalb der neuen Malflut, und so muss man das auch nennen, das war wirklich eine Malflut, auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Von den Medien aller Art schnell aufgegriffen, wurden diese Bezeichnungen im Stil des Boulevardjournalismus zum Markenzeichen der jungen Kunst. Dem Boom im medialen Bereich folgte prompt das gesteigerte Interesse des Kunstmarktes und die zeitgleichen Gefechte der Kunstkritik, die sich in zwei unversöhnliche Lager spaltete. Wie es bei allen solchen Trends in der Vergangenheit üblich ist, wollte sich von den Teilnehmern, also Künstlern, kaum jemand diese Etiketten, die ich hier aufgezählt habe, aufkleben lassen. Man wollte das gar nicht hören. Wir sind doch keine Wilden, wir sind keine Heftigen, wir sind keine Obsessiven. Das hat schon im Vorfeld etliche Probleme mit sich gebracht. Und diejenigen als Kuratoren, die mit dieser Kunst arbeiteten, mussten sich damit beschäftigen. Wer sich an die damalige Situation erinnern kann, weiß, wovon ich spreche. Als wir Jean-Christophe Aman, ich hoffe, er ist da, in der Kunsthalle Basel und ich im Museum Volkmark Essen, unabhängig voneinander 1981, 82 die Ausstellungen mit den jungen Deutschen vorbereiteten, war es klar, dass an eine übergreifende Etikettierung der heterogenen Werke nicht zu denken war. Das ist zuerst mal der Umschlag des Kataloges aus Essen. Ich habe damals, um die Situation zu entschärfen, habe ich mir ein Bild von Delacroix ausgeliehen, also aus einem Buch über Delacroix praktisch
geklaut und das auf den Umschlag gesetzt, weil sonst war die Gefahr zu groß, dass bei der Wahl eines Bildes die anderen sauer gewesen wären und hätten die protestiert. Also das wurde dann eigentlich von allen akzeptiert. Und ich habe noch erklärt, das sei auch so, dass die Jungen stemmen ja doch mal auf den Rücken den Eber und dadurch zeigen die der Welt, was sie können. Das wurde da von allen Künstlern durchaus gebilligt und es gab also keine Proteste. Da fällt uns da jetzt mal ein Bild. Hier, Entschuldigung, das ist es. Also, das ist der Katalog, das ist auch der Umschlag des Kataloges in Basel, organisiert und kuratiert von Jean-Christophe Amann, der 12 Künstler aus Deutschland damals zeigte. Und Sie sehen, der hat auch das gleiche Problem gehabt wie wir in Essen. Er hat es allerdings ja doch grafisch gelöst. Er hat also kein Bild genommen, sondern hat er sich ja doch mal grafisch aus der Affäre gezogen. Und vermutlich, also ich war bei der Eröffnung dabei, gab es auch keine Proteste dagegen gewesen. Angesichts dieser Problematik mit den Namen und Titeln schien es mir angebracht, als Stichwort für meine Einführung den Titel des Buches von Wolfgang Max Faust und Gerd de Vries von 1982, eben Hunger nach Bildern, zu nehmen, zu wählen für diesen Vortrag. Und zwar nicht nur deshalb, weil dieses Buch eine Zeit lang zu einem Exerzierplatz von Interpretationen und Polemiken, aber auch zu Anfeindungen Anlass gab, sondern darum, dass diese Publikation mit 160 Seiten wurde zu einem Punkt erschienen, wo die Diskussion über diese Kunst noch wirklich lebendig war und wo sie ja auch um Diskussion sorgte. Hunger nach Bildern. Dieser Slogan traf gewissermaßen den Nerv der Zeit und wurde in der Situation der jungen Kunst um 1982 zum geflügelten Wort. Bereits um 1979 aber sorgten einige junge deutsche Maler zeitgleich in den drei Zentren Köln, Berlin und Hamburg um Aufregung. Deren respektlose, provokante und keineswegs nur schönen Kunstprodukte, manche Betrachter hielten sie nicht einmal für Kunst, sondern für Schmiererei, weckten schnell Neugier und zogen das Interesse eines großen Teils des Publikums auf sich. Anfänglich niedrige Preise und relativ große Formate dieser Werke taten das Ihrige hinzu. Neue, meist jüngere Sammler drangen in die Galerien, um die schrägen, verrückten Produkte von diesen seltsamen und verrückten Malern erwerben zu können. Dabei fehlte es natürlich nicht an Kritik. So schrieb 1981 der bekannte amerikanische Kritiker Robert Rosenblum, seines Zeichens Verteidiger des abstrakten Expressionismus, im Katalog der Berliner Ausstellung Zeitgeist an die Adresse der jungen Wilden, dass deren unbekümmerte Malerei des Überflusses an Bildlichkeit, Erzählung, Farben und freischwebenden Räumen eher einem Kindergarten als einem ästhetischen Laboratorium gleiche. Ende Zitat. Das war natürlich eine Verurteilung, die wirklich saß, weil wenn man sagt, anstatt ästhetisches Laboratorium ist es ein Kindergarten, das ist schon ein ziemlich harter Vorwurf. Aber das ging noch weiter. Die wurden auch als hochgemute Nichtskönner charakterisiert und die Journalisten haben sich noch eine Reihe von verschiedenen anderen Etiketten ausgedacht. Also im Prinzip hat der deutsche Boulevard diese Kunst insgesamt total zerrissen und verrissen. Nicht nur, also dass
die Fähigkeiten zur Malerei wurden in Frage gestellt, sondern wurden auch die Inhalte natürlich problematisiert und vom Ende der Avantgarde schwadroniert. Bereits damals sind die Vorwürfe entstanden, diese Malerei produziere Flachwaren und Dekoration, seit gestrig und vergreist. Dessen ungeachtet nahm das Interesse an der jungen Malerei zu Beginn der 80er Jahre ungeahnte Ausmaße, sodass man tatsächlich von einer Art Hunger nach Bildern sprechen kann. War dieser Hunger aber gerechtfertigt? Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass plötzlich ein totgesagtes Medium wie Malerei von sich erneut reden machte? Diese Fragen klingen heute seltsam und ich werde gleich erklären, aber weshalb sie damals tatsächlich auch gestellt werden mussten und konnten, weil die Geschichte ja eine Vorgeschichte hat. Zu diesen Fragen gibt es natürlich unterschiedliche Ansichten. Der bekannte Kritiker und Theoretiker Dietrich Diederichsen stellte später in einem Aufsatz mit einem gewissen Sarkasmus fest, zitiere, wer Hunger nach Bildern hatte, konnte sich durchaus satt essen in den 70ern. Ja, diesem Befund kann man natürlich zustimmen. Nun, so eindeutig war die Situation doch nicht. Zwar wurde in den späten 60ern und im Laufe der 70er Jahre gemalt, doch das Thema Malerei stand nicht im Vorfeld des Interesses, weder bei den Künstlern noch bei dem Publikum. Nicht zuletzt im Zuge der von Harald Zeemann 1969 in der Kunsthalle Bern organisierten berühmten Ausstellung When Attitude Became Form und der von demselben Kurator inszenierten Documenta 5 in Kassel 1972 kam es, bitte die Daten beachten, 72, kam es zur Verschiebung des Interesses von den herkömmlichen Formen der Malerei und Skulptur zu neuen technischen Medien und zu konzeptuellen Verfahren. In den beiden genannten Schauen wurde eine radikale Bilanz gezogen. Der progressive Teil der amerikanischen und europäischen Kunstszene wandte sich nach 1965, ja, jetzt kommen wir zurück in die 60er Jahre, der Fotografie, Video und Film zu. Immaterielle Konzepte und Modelle, Performances, dreidimensionale Installationen, Arme, scheinbar nicht künstlerische Materialien, wie bei der Arte Povera in Italien, waren bevorzugte Ausdrucksmittel. Der Begriff Antikunst machte die Runde. Diese Ideen wurden maßgebend für die Kunstpraxis fast der ganzen Dekade nach 1970. Hierzu kam der zunehmende Einfluss der aus Amerika nach Europa drängenden neuen, die figürliche Malerei ablehnenden Tendenzen. Minimal Art, beispielsweise hier Donald Judd, eine typische Arbeit von 1965. Earth Art, Konzeptkunst und andere standen zur Debatte und sorgten für Diskussionen in den europäischen Kunstakademien. Diese Arbeit, die heute eigentlich vertraut erscheint, war damals etwas Neues. Ich kann mich erinnern, mit welcher Leidenschaft man damals diskutierte, inwiefern diese Kunst den damaligen Begriff der Malerei eben in Frage stellt. Davor gab es abstrakter Expressionismus, informell, Pop-Art und so weiter. Diese Künstler haben, das ist dem Flamen, wie sie es nennen, antitelt, gewidmet, übrigens dem mit Frankfurt verbundenen Professor Klaus Gallwitz, waren Künstler, die in der Tat die damaligen Kunstbegriffe völlig verändert haben und haben neue Möglichkeiten auch der Ästhetik gezeigt und geöffnet. Aber sie waren, und das ist das Wesentliche, deshalb spreche ich jetzt darüber, sie waren gegen die Malerei. Die Malerei wurde dadurch vollkommen in Frage gestellt. Auch wieder eine Arbeit von dem Flavin, Pink Out of a Corner, Jasper Jones, gewidmet.
der den Flavin, den ich persönlich auch kannte, weil wir in Basel einmal eine Ausstellung mit ihm gemacht haben, hat immer wieder mit Vorliebe seine Arbeiten seinen bekannten Freunden gewidmet. Und das sind auch Arbeiten, die oft dann irgendwo in den Häusern dieser Leute gezeigt wurden. Da ist ein Beispiel für Earth Art, eine Arbeit von Robert Smithson, Spiral Jetty, die er in den Vereinigten Staaten in Utah realisiert hat, die es heute noch gibt. Sie ist vor kurzer Zeit wieder rekonstruiert worden und wurde also restauriert, würde man sagen. Dieses Jahr mit Bagger ist es vom Festland so in dieses flache Salzwasser rübergetragen worden, diese Spirale. Und die ist eine Zeit lang wurde sie beschädigt, ja, durch Wind und Natur und Wassereinflüsse und in der letzten Zeit rekonstruiert. Also man muss sich das vor die geistigen Augen führen, wie die Kunst noch 1970 ausgesehen hat. 1970. Und welche Folgen das für die ganze Dekade hatte. Noch bis Ende der 70er Jahre war der Einfluss der Konzeptkunst und auch dieser Strömungen, Earth Art, Minimal Art und so weiter, in den europäischen Galerien und Akademien enorm stark. Namen wie Joseph Kosuth, Lorenz Wiener, da ist jetzt nochmals Robert Smithson mit einem anderen Bild auf diese Spiral Jetty von oben hergesehen. Dann sehen Sie, wie das vom Ufer aus nach weiter läuft. Das ist Mike Heitzer, Double Negativ, kann ich auch eigene Erfahrung dazu kurz etwas sagen. Ich bin da gewesen, weil ich eine Mike Heitzer Ausstellung gemacht habe und wir sind da mit einem Terrainwagen hingefahren dazu und von dieser Seite beispielsweise auch konnte man runtergehen. Je tiefer man ging, desto mehr verschwand die umliegende Landschaft. Man wurde dann plötzlich in so einem Kanyon nach oben blickend, den Himmel gesehen, dann die Felsen und plötzlich öffnete sich auf der anderen Seite eine Verbindung, die sehen Sie da ganz unterhalb des Horizonts, unterbrochen durch ein vom Geröll, also rausgerissenen Tal, würde ich sagen. Und man merkte, wie weit denn diese Verbindung ist, diese optische Verbindung. Deshalb auch der Name Double Negativ, ein doppelter Negativ. Das ist jetzt gerade bei Kossus. Also ein Beispiel der Konzeptkunst der 70er Jahre, eine klassische, typische Arbeit von Joseph Kossus, One and Three Chairs, lexikografische Darstellung des Begriffes Stuhl, ein echter, normaler Stuhl und die Fotografie des Stuhls. Weitere Namen, Robert Berry, Onkawara, Douglas Jubler, Hanne Daboven, Daniel Buren und Niels Toroni fehlten damals in keiner größeren Übersichtsausstellung. Das waren Künstler, die man damals nicht nur diskutierte, sondern auch zeigte. Die haben den Ton angegeben, die wurden von den jungen Akademiestudenten entweder bewundert oder nachgeahmt, je nachdem. Aber die Malerei wurde plötzlich völlig eliminiert. Um diese Zeit stieg auch die publizistische und theoretische Produktion bereits 1971. Erinnere ich daran, im Phaidon Verlag ist die erste deutsche Monographie zum Thema Konzeptkunst erschienen, von Klaus Honef. 1973 folgte das Buch The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1971 von der bekannten amerikanischen Kritikerin Lucy R. Lippard. Es ist erstaunlich, dass selbst Diederichsen des vereinfachenden Denkens unverdächtig, sage ich, 2003 fragte, ob es in den späten 70er Jahren in Deutschland eine hegemoniale Konzeptkunst gegeben hätte, die man mit einer expressiven Gegenbewegung kontern musste. Also, er unterstellte, dass
diese Tendenzen, von denen wir hier kurz, so kursorisch gesprochen haben, einen Einfluss gehabt hätten und dass es hier genug Malerei gegeben hätte und dass es nicht nötig war, also eine Art Hunger nach Bildern zu pflegen. Welche Künstler sind denn damit gemeint, fragte er auch in seinem Aufsatz und sah viele, ich zitiere, individuelle Mythologien, viel Performances, jede Menge Installationen, Aufwertung des Experimentalfilms und die zunehmende Rolle des Videos, Ende Zitat. Bildeten aber nicht gerade alle diese Formen und Strategien ein kompaktes Gegenuniversum zur Malerei? Ist dadurch nicht ein Kanon entstanden, der schrittweise totalitäre Formen annahm? Es gibt glaubwürdige Aussagen junger Akademiestudenten, denen zufolge es kaum möglich war, ein Bild zu malen, es sei denn, man verbarrikadierte sich vor den Kommilitonen im eigenen Studio. Ich spreche immer von den 70er Jahren. Und derart stark die Tendenz, die Malerei als unzeitgemäße Kunstpraxis aus den Räumen der Akademien zu bannen, dass eine Gegenreaktion auf die Dauer nicht ausbleiben konnte. Der ermüdende Asketismus der Konzeptkunst, so ein treffender Begriff von Stefan Schmidt-Wulfen, führte natürlich in die Sackgasse. Allmählich, aber umso nachhaltiger, wuchs die Neigung, von den verbotenen Früchten der Malerei zu kosten. Und in demselben Maße steigerte sich der Überdruss an den theoretischen Medien. Video, Film und Fotografie waren zur Selbstverständlichkeit, wurden zur Selbstverständlichkeit, zur Normalität geworden und hatten ihren ursprünglichen innovativen Charakter eingebüßt. Das ist eigentlich eine normale Bewegung der Geschichte der letzten 100 Jahre, dass es ja doch immer wieder bestimmte Momente kommen, wo Gegenströmungen kommen und die plötzlich das in Frage stellen, was davor war. Hier war es jedoch gerade der Moment. Einige der späteren jungen Wilden haben bei Lehrern studiert, die sich der ideen- und politisch orientierten Kunst wie auch den neuen Medien verschrieben hatten. Georg Jirik Dokupil studierte bei Hans Hake in New York, Hans-Peter Adamski und Walter Dahn kamen an der Düsseldorfer Akademie in Kontakt mit Josef Beuys. Dann wurde sein Meisterschüler. Albert Oehlen, hier zeige ich ein Bild von ihm, und Werner Büttner. Ein typisches Bild mit auch einem typischen Titel für Büttner, die dritte Welt drängt an den Stammtisch, waren zeitweilige Studenten bei Sigmar Polke in Hamburg. Man musste sich mit dem konzeptuellen Denken auseinandersetzen, was oft zur Übersättigung führte. Als Beispiel für den Überdruss kann man das Statement des Hamburger Akademiestudenten Büttner, damals war er Akademiestudent, zu dieser Situation anführen. Zitat, was sollte man in dieser Zeit als junger Künstler tun? Uns fiel nur ein, genau das Gegenteil zu machen, was angesagt war. Das war die Malerei, aber nicht gut, schön und wahr in den klassischen Kategorien der Renaissance, sondern Bad Painting als Ausdruck der fiesen Wirklichkeit. Ende Zitat. Nun gab es natürlich auch in den 60er Jahren gab es eine figürliche Malerei. In Deutschland sind starke Positionen aufgekommen. Zu nennen sind die Künstler K.H. Hödicke, Gerhard Richter, Sigmar Polke, Georg Baselitz, Palermo, A.R. Penck, Anselm Kiefer und andere, deren Arbeit auch außerhalb des Landes, besonders in Holland und in der Schweiz, beachtet wurde. Für viele Wegbereiter der neuen Malerei jedoch galten diese Positionen als überholt und bestenfalls klassisch. Ein Dialog zwischen der vorherrschenden Medien- und Konzeptkunst einerseits und der figürlichen Malerei andererseits kam selten zustande. Diejenigen, die die Figuration verteidigten, hatten daher einen schweren Stand. Der Makel des Traditionalismus haftete den figürlichen Positionen bis in die frühen 80er Jahre an. Bezeichnenderweise waren es gerade die sogenannten jungen Wilden,
und die heftigen Maler, die mit ihrer Wendung zur Figuration um 1980 einen neuen Blickwinkel auf dieses angeblich konservative Medium ermöglicht haben. Dies geschah durch eine merkwürdige Wolte, eine Drehung, in dem die Jungen die Figurationen erneut als Gegenstand der Malerei quasi wieder entdeckt haben, quasi, legten sie den Blick frei auf den vorangehenden, gegenständlich orientierten Entwicklungsstrang der Kunst und somit auch auf die Malerei eines Baselitz, Immendorf, Polke und anderen. Umgekehrt aber wurde den Jungen daraus den Vorwurf gemacht, sie bedienten sich des bekannten Vokabulars aus der Kunstgeschichte und plünderten die stilistischen Formen des deutschen Expressionismus aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Beim flüchtigen Blick auf einige Produkte der Hamburger Malerei oder der heftigen Malerei in Berlin scheint dieser Befund naheliegend. Der Vergleich mit den frühen Werken eines Ernst Ludwig Kirchner oder Erich Heckel und anderen bietet sich an. Tatsächlich aber ist ein solcher Vergleich nicht zutreffend, denn die Verwendung von klassischen Maltechniken wie der expressive Pinselstrich, hier sieht man das auch, und der schnelle, oder nochmals, also nochmals bei Albert Oehlen, diese Techniken wie der expressive Pinselstrich und der schnelle pastose Farbauftrag kann über die grundsätzlichen Unterschiede nicht hinwegtäuschen, die es zwischen dem klassischen Expressionismus und der heftigen Malerei stilistisch, inhaltlich und motivisch gibt. So haben die Berliner Fetting und Salomé versucht, die expressive Malerei strategisch einzusetzen, sozusagen als Konzept, mit dessen Hilfe sie beispielsweise stilistische Zitate mit bestimmten aktuellen Inhalten kombinierten, um zu einem starken Bild zu kommen. Was sagt aber das Buch Hunger nach Bildern zur Situation der Malerei zu Beginn der 80er Jahre? Es findet sich hier eine Passage, die man als Versuch um eine Ortsbestimmung verstehen kann. Wir lesen, Zitat, Faszination, Schock, die Suche nach neuen Bildern, Provokationen und das Leermalen der Tradition, dies lässt sich als widersprüchliche Impulse hinter dem Hunger nach Bildern erkennen, der den Beginn einer neuen Entwicklung in Deutschland charakterisiert. Ja, man kann das natürlich so nehmen. Noch ein weiteres Zitat. Deshalb formulieren die Bilder ein schillerndes Nebeneinander, das einem minoritären Umgang mit dem Medium Malerei entstammt. Ende Zitat. Es ist schwer zu sagen, was mit dem Adjektiv minoritär gemeint ist. Insgesamt aber geht aus dieser Passage deutlich hervor, welchen Akzent die beiden Autoren auf die Subjektivität legen, die als eines der entscheidenden und maßgeblichen Zeichen der künstlerischen Vorgehensweise der jungen Wilden in den Vordergrund rückt. Damit wird zusätzlich der Anspruch untermauert, sich von der Objektivität der Konzeptkunst, der Denkkunst grundsätzlich zu unterscheiden und an deren Stelle eine ich-bezogene künstlerische Strategie zu positionieren. Die Subjektivität, Introspektion und Selbstentdeckung sind zweifellos Aspekte, die man bei der Gruppe von Malern diagnostizieren kann, die sich 1979 unter dem Namen Mülheimer Freiheit, so hieß die Straße im Kölner Stadtteil Mülheim, wo es zeitweilig ein gemeinsames Atelier gab, kurzfristig zusammen geschlossen hatten. Eine feste Gemeinschaft bildete sich dabei nicht, ebenso wenig, wie sich ein gemeinsames Programm herausgebildet hat. Alphabetisch geordnet gehörten zu den jungen Wilden, wie man sie apostrophiert hatte, die Maler Hans-Peter Adamski, Peter Bömmels, Walter Dahn, Georg Jiri Dokupil, Gerhard Käfer und Gerhard Naschberger. Diese Künstler legten ihre Fotoapparate und Videokameras beiseite und griffen beherzt zu Pinsel und Spachtel. In der Folge entstanden spontan schnell und eruptiv gemalte, teilweise großformatige Gemälde, darunter zahlreiche Gemeinschaftsarbeiten, in welchen sich Öl und Acryl
Figuration und Abstraktion, Zitate und aus der Kunstgeschichte mit Graffiti-Kürzeln, klassische Motive mit Kitsch, Realität mit Illusion, Banalität mit angeblichem Ideal vermischten. Charakteristisch für die Orientierung dieser figürlich expressiven Malerei war deren postmoderne Beziehung zur Tradition. Da zeige ich ein Bild von Georg Dokupil, der eine Paraphrase des Bildes von Schnabel, dessen Bild ich jetzt zeige, gemacht hat. Die Schnabelbilder waren ja bekanntlich dadurch bekannt, dass er zerschlagene Teile von Porzellantellern auf die Leinwände klebte oder auf Platten klebte. Und das war eine Arbeit von 1978. Dokupil hat in einer Gegenaktion zwei Jahre später dieses Bild geschaffen. Gott, zeige mir deine Eier. Das war natürlich ironisch gemeint. Dahingehend, dass er Schnabel so zu einem Gott aufgestiegen ist. Und diese jungen Künstler wollten ja auch zeigen, was sie können. Und dies war ja doch eine Antwort auf diese Vergöttlichung oder für diese angebliche Vergöttlichung von Schnabel. Eine Arbeit, die nicht ohne Witz und Humor ist. Charakteristisch für die Orientierung dieser Künstler war eine postmoderne Beziehung zur Tradition. Zitate, formale und inhaltliche Ausleihen, Vermischung von unterschiedlichen Maltechniken in ein und demselben Bild, bewusste Stillosigkeit und Missachtung aller Regeln des guten Geschmacks führten die Malerei der Mülheimer Freiheit in die Nähe der malerischen Positionen der Gruppe Cobra aus den 50er und 60er Jahren und vielleicht auch der sogenannten Periode Wasch von René Magritte aus der Zeit um 1947-48. Auch die Cobra-Maler wie Asger Jorn wandten sich dem schlechten Bild und der Persiflage der Moderne zu, indem sie zu den konventionell gewordenen Formen Karikaturen schufen. Das ist ja auch vielleicht eine Art Karikatur, allerdings nicht auf die klassische Moderne, sondern auf die Kunst des Zeitgenossen. Gewisse Verwandtschaften bestanden auch mit der italienischen Kunstszene. Die Namen wie Sandro Chia, Francesco Clemente, da habe ich also mal eine typische Arbeit von Peter Bümmels aus der Zeit, aus dieser Zeit des Aufstiegs der neuen Wilden. Ein König fällt nicht vom Himmel. Da eine hochinteressante Arbeit von Gerhard Käfer, Begegnung mit der Philosophie. Auch ein Bild, wo Sie ja mal sehen können, inwiefern da die unterschiedlichen Malweisen, die unterschiedlichen Techniken, unterschiedlichen Themen miteinander verwoben sind. Also man sprach ja eben von diesem postmodernen Mix von verschiedenen Aspekten, auch thematisch. Und hier eben ein Beispiel eines jungen Italieners, Francesco Clemente, der mit Mimmo Palladino, Enzo Cucchi und Gino Longobardi 1979 in der denkwürdigen Ausstellung Europa 79 in Stuttgart aufgetaucht ist und damals von Galerien wie Max Hetzler, Bruno Bischofberger, Paul Menz in Köln, Gianenzo Sperone in Rom ihre ersten öffentlichen Auftritte erlebten. Es war nicht zuletzt die wichtige Ausstellung Sieben junge Künstler aus Italien, die von Jean-Christophe Amann organisiert, 1980 ihre erste Station in der Kunsthalle Basel hatte und später zum Museum Folkwang in Essen und dann noch weiter zum Stedelijk Museum in Amsterdam zu gehen, die auf das Phänomen der sogenannten Transavantgarde aufmerksam machte. Das ist ein Beispiel des Werkes von Enzo Cucchi, ein verrückter Maler oder verrückte Malerei, Le Peintre Fou.
Pittoren, Maler. Auch eine Arbeit aus dieser Zeit um 1980. Und hier haben wir schon aber den nächsten deutschen Künstler. Dann lassen wir zuerst mal unseren Enzo Cucchi hier eine Weile stehen. Es müssen aber auch Bezüge zu der amerikanischen Kunstszene genannt werden, unabhängig von Europa, wenn auch in der Form eines transatlantischen Dialogs. Das habe ich mir ausgeliehen aus den heutigen politischen Diskussionen, ne? Frau Merkel und die Kollegen im Weißen Haus. Transatlantischer Dialog formierte sich damals in den USA nach 1976 eine spezifische figürliche Malerei, die besonders mit den Namen Keith Haring, Julian Schnabel, haben wir gesehen, und noch David Selly verbunden war und nach 1980 in den Diskurs über die erneute Malerei in Europa eingreifen konnte. Ende der 70er Jahre gestaltete sich auch in West-Berlin diese Enklave der Bundesrepublik Deutschland in der DDR die Situation neu. Am 13. Mai 1977 zeigte der junge Maler namens Salomé im Berliner Stadtteil Kreuzberg in einem leerstehenden Haus direkt an der Sektorengrenze eine Performance, mit der die spätere Galerie am Moritzplatz eröffnet wurde. Eine Rosenbett-Performance war das. Auf einem riesigen rosa Bett tummelte sich sowas Dreigeschlechtliches mit Musik dazu. Ein Hauch der großstädtischen Szene von Schwulen und Drags, verbunden mit Disco-Sound und malerischer Aktion. Diese Züge blieben als Markenzeichen der neuen Galerie auch weiterhin bestehen. Um die Galerie gruppierten sich zeitweilig auch andere Künstler, Rainer Fetting beispielsweise, hier eine typische Arbeit von ihm, auch 1980, Drummer und Gitarrist. Man darf nicht vergessen, dass die Musik überhaupt bei der ganzen Entstehung dieser Malerei eine extrem wichtige Rolle spielte. Die Künstler waren selber auch oft Musiker oder an musikalischen Performances beteiligt, malten in Begleitung der Musik. Dieser Aspekt müsste von einem Musikwissenschaftler vielleicht nochmals untersucht werden. Also die Verbindungen zwischen Musik und Malerei waren damals sehr eng. Und dann auch, ich werde schon angemahnt. Gut, machen wir etwas schneller. Also zeige ich gleich wieder den nächsten aus Berlin, Helmut Middendorf, der ebenfalls auch musikalische Themen auf dem Programm hatte. Und dann kam die Ausstellung 1980 im Haus am Waldsee, die Thomas Kempers organisierte, wo der Begriff heftige Malerei aufkam und wurde dann tatsächlich auch für diese drei Künstler benutzt. In Berlin der späten 70er Jahre tummelten sich auch andere junge Kunstadepten, etliche davon Studenten aus Westdeutschland und Flüchtlinge aus der DDR im westlichen Teil der Stadt. Dort gab es eine länger andauernde Tradition der figürlichen Kunst. Georg Baselitz malte hier bereits 1971 seine ersten gegenständlichen expressiven Gemälde, schrieb sein Manifest Erstes Pandemonium gemeinsam mit Ernst Schönebeck, in dem die Rede war von Warzen, Luftwurzeln, Stümpfen und schimmeligen Körpergliedern in einer düsteren Landschaft, also Lautremont auf Deutsch. Im Unterschied zu den anderen Gruppen wie Mülheimer Freiheit und Heftige Malerei wurde bei dem Trio Büttner, Kippenberger und Albert Oehlen von Anfang an die politische Orientierung zur Grundlage der eigenen künstlerischen Praxis. Die tragende Idee war dabei, die Kunst aus dem selbstreferenziellen Zustand, den man überall um sich herum sah, in den Modus der gesellschaftlichen Aktivitäten zu überführen. Während bei der Mülheimer Freiheit sich als die entscheidenden Züge der künstlerischen Motivation die Subjektivität und die vielleicht lustvoll bildhafte Fantasie herausschälte,
machte sich bei dem Hamburger Trio Büttner, Oehlen, Kippenberger im Gegenteil eine dominierende Tendenz zur Objektivität bemerkbar. Distanziert, ironisch, zum Teil zynisch, blickten diese Künstler auf das Treiben der Gesellschaft, in der sie ihr Leben fristen, in Anführungsstrichen, weil sie das so auch sahen, dass sie da von der Gesellschaft nicht anerkannt wurden und mussten sich gegen sie durchsetzen. Dass sie die Gesellschaft kritisch beobachteten, steht außer Frage. Zum Motto der bevorzugten Strategie wird der Griff nach möglichst antikünstlerischen, antiästhetischen und trivialen Themen, hier Beispiel von Martin Kippenberger, ein Detail aus seiner großen Serie Uno di voi, Unteresco di Firenze, also einer von euch, ein Deutscher in Florenz, eine Serie, die Kippenberger 1976 sehr früh in Florenz gemalt hat, nach Postkarten, nach Umschlägen von Magazinen, Fotos und sonstigen also banalen Vorlagen, wo auch so ein Widerstand gegen die Gesellschaft auf alle Fälle stark durchschimmert. Die Ausleihen von Themen aus dem politischen Geschehen, die Verweise auf gesellschaftliche Missstände, verbunden mit dem Spott auf die Situation des bürgerlichen Umfeldes, wie auch auf die eigene Lage als isolierte Künstler, sind bezeichnend für die frühen Phase der Malerei von Büttner, Kippenberger und Oehlen. Aus dem gesellschaftlichen Abseits, in dem sich die Künstler wähnen, versuchen sie auf die desolate Wirklichkeit, teilweise durch Affirmation, teilweise durch Reproduktion dessen, was sich abspielt, wirksam zu reagieren. Der berühmte Spruch von Albert Oehlen weist in diese Richtung. Zitat, unsere Taktik, wenn man das so nennen kann, heißt, eintauchen in das, was da ist und sich das auf der Leinwand reiben lassen. Im Grunde genommen sind wir fast unbeteiligt bei der ganzen Geschichte. Wir lesen morgens die Zeitung und malen mittags. Für das Ergebnis ist dieser Staat verantwortlich. Schluss, Ende Zitat. Das aus den Massenmedien gewonnene Material wird mit Verweisen auf die Kunstgeschichte vermischt und mit den Reflexionen über den Sinn des Malens angereichert. Den Rest muss dann der brave Zuhörer oder Zuschauer selber leisten. Albert Oehlen malte 1982, das ist noch ein Bild von Kippenberger, auch typisch für diese Umkehrung des politischen Materials, ne? Also sympathische Kommunistin, nach einem Bild aus der noch einer Sowjetzeit der 20er Jahre. Man sieht diese typische Mütze, die damals in den 20er Jahren in der Roten Armee getragen wurde. Sympathische Kommunistin, weil Kommunisten wurden natürlich als die Schlimmsten angesehen. Und diese Künstler waren natürlich alle so ein bisschen Maoisten und Kommunisten vielleicht nicht, aber Maoisten waren sie. Das war einfach ein Mittel, um zu provozieren und die Wirklichkeit auf den Kopf zu stellen. Ich schließe mit einem Verweis auf einen Künstler, der meiner Ansicht nach irgendwie ganz im Hintergrund vor dieser Malerei der jungen Wilden, der heftigen Maler und der Hamburger Maler irgendwie steht. Das ist Francis Picabia, hier ein Bild, Femme à la sculpture grecque, also Frau mit einer griechischen Skulptur, ein Pastiche, es ist eine Collage aus verschiedenen Motiven. Die Frau wurde gemalt nach einer Vorlage einer harmlosen Zeitschrift mit Frauenakten, die damals allerdings unter der Theke verkauft wurden in Paris, und eine Skulptur, die selbstverständlich mit diesem Akt gar nichts zu tun hat. Also diese Kreuz- und Quernutzung von unterschiedlichen Motiven ist ja bei den jungen Wilden oft auch
benutzt worden. Und bei Picabia ist es ja sozusagen so ein Programm. Diese Bilder außerdem, dass das ja doch natürlich noch wichtig war für die Umsetzung, solche banalen Motive in die Kunst wieder rüberzuholen. Schauen Sie mal, er hat eine Signatur, das ist ganz wichtig, das ist signiert, ist Francis Picabia. Diese Bilder wurden als oberkitschig und oberhässlich und pervers und faschistoid und ich weiß nicht, was alles bezeichnet. Er hat dem entgegnet, nein, das ist überhaupt nicht so, diese Bilder reproduzieren und verwandeln und entzerren die Wirklichkeit. Und ich signiere sie mit meinem Namen, Francis Picabia. Er war natürlich schon damals ein bekannter Künstler, um das Künstlerische in dieses Bild hinein zu projizieren. Der zweite, vielleicht ja, geistige Vater dieser ganzen Kunst um 1980, Sigmar Polke. Hier ein typisches Bild, Freundinnen von 1965, 66, wo auch wieder die Banalität aus der Welt draußen in die Kunst gebracht wird, auf eine sehr raffinierte Art und Weise malerisch verarbeitet, mit diesem Dot-Painting noch der Zeitungsvorlage angenähert und daraus eine neue Realität, bildhafte Realität geschaffen. Da sind wir wieder zurück am Anfang. Meine Damen und Herren, zum Schluss möchte ich hinzufügen, dass dieses Panorama, das Sie gehört haben, bitte nur eine Skizze der Situation der frühen 80er Jahre darstellt, viele Namen von Akteuren außer Acht lässt und sicherlich auch subjektive Züge trägt. Man darf darauf gespannt sein, welche Ansichten der weitere Verlauf des Symposiums bringt.